Hallihallo, da bin ich wieder, Marie, eure unabhängige Sensi-Beraterin. Ich habe heute Post bekommen und oh, es ist ein riesengroßes Paket. Es ist wirklich ein riesengroßes Paket. Nicht wundern, ich komme gerade direkt von der Arbeit. Ich habe wahrscheinlich überall noch ein bisschen Staub und so hängen, aber ich wollte das Video jetzt gleich machen, sonst die Woche ist nämlich, die Tage sind lang. Und ich weiß, morgen kommt voraussichtlich nämlich schon das nächste Paket. Das heißt, ich habe keine Zeit, dann auch noch das Video für heute zu machen. Deswegen mache ich es einfach gleich. Ich habe mich noch nicht mal noch mal gekämmt oder so. Aber naja, darum geht es hier ja auch nicht, ne? Sondern es geht um ein Paket. Ein Sensi-Paket natürlich. Es ist diesmal auch ein bisschen mehr. Soweit ich sehen kann, ist auch schon mal alles drinne. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es genau ist. Deswegen, wir machen das Papier mal weg. Und das ist auch wieder reichlich. Sorry fürs Rascheln. Oh. Egal. Ah, hier hängt noch ein Papier fest. Und hier noch mehr Papier. So, jetzt haben wir alles. Und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, müsste das tatsächlich die Partyauflösung sein. Und zwar, ich hatte eine Party laufen und ich habe halt immer schön über die Party bestellt. Wenn ihr da noch mal mehr Infos haben möchtet, jetzt habe ich hier das im Weg gestellt. Oh, meine Mütze ist auch abgerutscht. Ich würde sie ja gerne im Video aufsetzen, denn die ist echt toll, aber dann seht ihr mich noch schlechter. Und zwar, ich könnte gerne mal einen Katalog anfordern, den schicke ich euch so zu. Da müsst ihr auch nichts bezahlen und bin ich schon drüber. Ja, mach das nicht hier eben. Jetzt habe ich es gleich zweimal überblättert. Dann machen wir halt jede Seite extra so. Und zwar, nein, das ist hier nicht. Wo ist es denn? Ach, die Sensi-Party. Die Sensi-Party ist nämlich richtig cool. Ihr könnt da richtig sparen. Und zwar könnt, ach, ich werde es euch so erklären, ich finde es jetzt hier nicht. Egal. Also, die Sensi-Party ist, ihr kennt das, ne? Es gibt verschiedene Firmen, die machen schon lange solche Partys und Sensi macht das auch. Das geht aber bei Sensi wunderbar auch online daheim. Und zwar habt ihr, also ihr könnt auch einfach für euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel was bestellen wollt und ihr sagt, naja, vielleicht bestelle ich ja noch mehr, dann könnt ihr mir einfach schreiben und ich erstelle euch einen Party-Link. Und diesen Party-Link nutzt ihr dann einfach immer zum Bestellen. Ihr bestellt immer über diesen Party-Link und sammelt sozusagen Guthaben. Ihr habt dann diese ganzen, also ihr habt natürlich Vorlagen. Ihr könnt jetzt nicht für 10 Euro bestellen und kriegt dann irgendwas, ne? Es gibt ab einem bestimmten Wert geht's los und dann bekommt ihr also ein Guthaben und auch Halbpreisprodukte. Und da kann man wirklich richtig sparen. Also alles, was ihr hier jetzt seht, habe ich. Moment, ich glaube, nee, zwei Lampen sind dabei, die habe ich so noch dazu bestellt. Die wollte eine Kundin, da ich ja eh gerade bestellt hatte, habe ich die gleich mitbestellt. Die habe ich normal. Mit denen fangen wir auch ein bisschen mal an. Und zwar sind das
die Birds of Paradise gleich zweimal. Die ist aus der Schatztruhe. Die kostet nur die Hälfte. Und sie wollte eigentlich die tolle, die gerade im Set ist, die Flower Garden, Garden Flower. Ich weiß es immer nicht. Und kostet halt auch ein bisschen, ne? Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, Mensch, dann nimm doch, schau doch mal in der Schatztruhe nach. Vielleicht findest du da was, weil sie wollte halt auch zwei Stück. Ich sage, naja, vielleicht findest du da was. Und sie hat dann eine gefunden, die ihr total gefallen hat. Ich sage, naja, das ist doch wunderbar, die kostet nur die Hälfte. Da kannst du gleich zwei von nehmen für denselben Preis. So sieht es aus. Also ich gucke dann, bevor ich die der Kunde gebe, schaue ich auch in beiden einmal kurz nach, dass alles okay ist. So sieht die aus. Die ist richtig schön. Also die hat auch hier so einen richtig tollen Schimmer. Das wusste ich gar nicht. Das ist echt klasse. Und das für 39 Euro. Ein Schnapper. Da kriegen sie natürlich nicht wieder so rein. So, jetzt. Das ist natürlich hier der Rest noch, ne? Oh, Struktur. Schale ist oben drin. Wie gesagt, das schaue ich dann einmal durch, dass das passt. Und soweit ich mich wirklich dran erinnern kann, sage ich euch auch, ne? Also, die noch ein zweites Mal. So, das war die ersten Sachen. Dann habe ich mir zum halben Preis ein Dreier-Set Waschmittel Konzentrat bestellt. Und zwar habe ich da einmal das Fluffy Fleece genommen, das Windowsill Breeze und nochmal Windowsill Breeze. Das sozusagen zum halben Preis, also das Dreier-Set zum halben Preis. Das könnt ihr nämlich auch machen. Wenn ihr dann nämlich die Sets nehmt, spart ihr noch mehr. So, dann habe ich mir einmal das ein Feuchtigkeitspflege-Medley bestellt. Das ist einmal die Seife, das Shampoo und die Handcreme. Das ist jetzt Zufall, dass es das gleiche ist. Ihr könnt auch unterschiedliche nehmen. So, heute war ich so schlau und habe hier mal ein bisschen freigeräumt. So, dann habe ich mir noch zweimal das Just Breeze übrigens, war eben auch alles Just Breeze, das Duschgel noch zweimal bestellt, weil die sind echt toll. Die habe ich von Guthaben. Na? So, dann habe ich hier einmal einen kleinen Karton. Moment, ich muss das erst rausholen. Sonst fällt nämlich der Karton jetzt hier ständig um. Und muss den einmal als Seite tun. So, mit drin. Aber egal. So. Den habe ich natürlich noch nicht aufgemacht gehabt. So. Oben drauf wäre auch cool. So. Die Papier. So, und zwar hatte ich, nein, das machen wir anders. Ich hatte noch ein 6er Bars genommen. Nein, ich habe zwei 6er Bars genommen. Ich glaube, ein
Nee, müssten beide. Doch ich glaube, die waren beide komplett über das Guthaben. Und meine Kundin mit den zwei Lampen, die wollte nämlich noch zwei Düftchen dazu. Und zwar einmal Aloha Orchid und einmal Hawaiian Hula. Und ich habe ihr noch ein, ich glaube nicht, dass sie hier zuguckt, ich habe ihr noch ein Scent Circle mitbestellt, ein Hawaiian Hula. Der hat ihr noch besser gefallen, wie der Aloha Orchid. Glaube ich zumindest, mich daran erinnern zu können. So, also das war jetzt das für die Kunden. Und ansonsten habe ich noch mal ja, ein bisschen zugeschlagen. Ein paar, die ich noch gar nicht habe, wo ich aber schon lange drauf ja, stibitze. Und zwar habe ich auch mir den Aloha Orchid einmal bestellt. Ist ein blumiger, fruchtiger Duft. Ich muss sagen, im Test hat er mir so lala gefallen, aber so. So gefällt er mir richtig gut. Oh, da riecht ja noch leckerer. Also Aloha Orchid. Echt toll. So, dann habe ich den Pink Sugarberry Mint. Also die anderen kann ich jetzt, beziehungsweise den einen, jetzt natürlich nicht öffnen. Der ist hier nicht mir. Ja, Pink Sugarberry Mint. Übrigens nicht wundern, wenn das hier mal verfärbt ist. Macht nichts. Das ist nur durch das Öl. Oh, hier riecht er auch viel minziger als im Tester. Oh, der riecht auch richtig lecker. Bisschen süß natürlich. Süß, minzig, bärig. Dann habe ich mir den Newborn Nursery. Ich finde, das ist einfach wie Neugeborenes. Den finde ich perfekt für Bad oder so. Ich finde den toll. Ich habe den auch überall im Schrank. Ja, der riecht einfach wie Neugeborenes. Es gibt auch viele, die sagen, dass er total unangenehm riecht. Ich mag ihn gerne. Dann haben wir den Windows Puis, wo ich ja auch das Waschmittel für gekauft habe. Aber wenn die so frisch geliefert sind, beziehungsweise er kam ja heute früh schon, das Paket stand den ganzen Tag drin. Oh, frische Wäsche. Richtig frische Wäsche und Fenster auf. Frisch. Oh, das. Ich mag den so gerne, wirklich. Dann habe ich noch einmal Luna mitbestellt. Ehrlich gesagt, ich wusste jetzt nicht. Ich wollte natürlich das 6er-Pack voll machen und habe jetzt irgendwie nichts mehr auf der Liste. Und ich wollte dann auch bestellen und dass das endlich rausgeht. Denn ich muss mich ein bisschen beeilen, bevor meine Party einfach gelöscht wird. Also da hat man halt eine bestimmte Zeit, die man sammeln kann. Und ja, da musste ich dann doch mal bestellen, habe einfach den Luna reingetan. Den mache ich jetzt nicht extra auf. Der ist der beliebteste Duft, so ein bisschen blumig, parfümig. Der beliebteste einfach. Und deswegen dachte ich, ach, da machst du nichts falsch. So, dann habe ich mir mal wieder den Pinkberry Sandalwood, weil der ist schon lange leer. Und das ist auch einer von den neuen. Was heißt neu? Also in dieser Saison neu. Und der ist, wow. Oh, der wird überhaupt nicht raus hier. Jetzt. Ja, das ist auch so. Bären hauptsächlich, aber Sandelholz.
ganz angenehmer, dezenter Duft. Also wer dezent mag, der ist hier genau richtig. Der ist nicht so stark. Dann habe ich mir den Blueberry Wash einmal rausgesucht. Könnt ihr mal den Karton beiseite stellen, ne? Ja, der riecht halt nach Blaubeere und auch ein bisschen frisch. Ja, bin ich gespannt, wie der in der Lampe riecht. Also finde ich auch sehr gut. Dann haben wir hier einmal Very Vanilla. Auch einer von den neuen. Im Tester hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Aber weil ich ja festgestellt habe, dass das im Tester nicht unbedingt immer so riecht, wie dann der Wachs direkt, bestellt ihn einfach. Da werde ich nichts falsch machen. Den kann ich im Notfall mit anderen wunderbar kombinieren. Und wer schon mal Videos von mir gesehen hat, der weiß, Vanille rieche ich nicht wirklich. Ich rieche da nur süß. Und ich bin mal gespannt. Doch, er riecht nach Vanille. Also hier, aber nicht so. Also auch schon süß. Ich finde, es riecht ein bisschen wie Vanillezucker. Ja, der riecht für mich nach Vanillezucker. Aber ich rieche die Vanille auf jeden Fall schon mal raus. Nicht jetzt so krass, aber ich rieche ihn raus. Dann habe ich noch den Shoreline Drive. Ich hatte ja den Sipping Poolside. Das ist ja von der Farbe her, der ist sehr ähnlich. Auch war der auch von den neueren? Nee, ich glaube, der hier nicht. Der Sipping Poolside, der riecht so mega. Ich hatte den aber in der Lampe, der war mir tatsächlich zu stark. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mit dem. Ja, der riecht auch sehr frisch. Hat so ganz leicht was von einem Männerduft, wenn der so aus der Dusche rauskommt. Aber nicht so krass leicht. Also ein bisschen männerparfümig. Frisch. Ja, angenehm. Ich hoffe, der ist in der Lampe nicht ganz so stark. Und zum Schluss noch den Sea Salt and Avocado. Da bin ich sehr überrascht. Grüne Düfte sind nicht ganz so mein Ding. Und Avocado ist jetzt auch nicht unbedingt meins, aber den. Finde ich doch sehr interessant. Weil er wirklich sehr, sehr frisch riecht. Und ich finde gar nicht so sehr grün. Den finde ich schön angenehm. Ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Kann natürlich morgen nochmal anders riechen, in der Duftlampe dann sowieso. Bin ich gespannt, wenn ich dran denke, werde ich euch berichten. So, das waren die Bars. Wie gesagt, die gab es jetzt auch alle so. Ich hatte 3 Halbpreisprodukte, das kann ich sagen. Und das Halbpreisprodukt, was mir noch aus, also ich hatte ja das Wäscheset, das, ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder das Medley oder ich hatte 6 Bars. Weiß ich jetzt nicht genau. Eins von beiden habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Und das dritte Produkt, ich habe mich die ganze Zeit irgendwie nicht getraut, jetzt habe ich ihn den Tabletop Fan Diffuser gespreckelt. Und zwar ist es ein also so sieht er aus. Kabel. So sieht er aus. Echt hübsch. Also ich finde den total schön. Der ist auch Keramik. Hat hier unten dann einfach den Anknopf. Das Kabel kommt rein in den Stecker. Und dann kommen hier Pots rein. Pots habe ich jetzt natürlich nicht bestellt, aber ich habe eigentlich auch genug. Nehme ich einfach einen Pot.
Und da habe ich ihn hin. Der kommt dann hier einfach hinein. Und dann ist dieses kleine Ventilator und der pustet das dann direkt in die Luft. Jo, den habe ich mir noch gegönnt zum halben Preis. Ich finde, man tut sich auch etwas schwer, weil man möchte ja so also schöne Sachen haben. Und ich wusste teilweise gar nicht, auch was nehme ich denn jetzt und habe es wieder im Korb und wieder raus. Und oh, das hat echt ewig gedauert, bis ich das fertig hatte. Wirklich fertig. So, das war der hier. Dann hatte ich noch Guthaben. Und zwar habe ich mir da den Black Raspberry Vanilla Travel Twist genommen. Oh. Der ist, so sieht er aus. Total cool. Und den könnt ihr aufdrehen, soweit ihr wollt. Also ihr entscheidet selber, wie viel Duft wollt ihr haben. Der riecht auch sehr schön frisch und der ist nämlich wirklich, den werde ich für meine Reisetasche verwenden. Wir sind zwar nur eine Woche weg, aber trotzdem wird alles schön riechen. Ja, der war noch dabei. Und dann habe ich nämlich entdeckt, dass ich noch etwas zum halben Preis nehmen kann. Mal kurz den Müll hier wegräumen. Und da habe ich mir den Jeweled Deluxe Diffuser noch genommen. Das ist mein erster Diffuser, ich habe noch keinen. Stecker natürlich, Anleitung. Und ich möchte euch natürlich auch zeigen. Und so sieht er aus. Ich habe mir hier diesen Diamond habe ich gewählt. Hier oben ist das Loch, da kommt das dann raus. Da kommt einfach das Ding ab und hier kommt das Wasser rein. Und das Öl. Dafür braucht ihr Öl. Da könnt ihr natürlich das Wachs oder die Pots nicht verwenden. Ihr braucht Öl. Hier ist auch irgendwo eine Markierung, wie weit gefüllt werden kann. Sorry. Ja, ihr seid gerade einfach aus der Verankerung abgehauen. Mal gucken, ob mein Mikro noch an ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Flug. Ich habe euch gerade hier, mein Handy war scheinbar so begeistert von dem Teilchen hier. Habt ihr hier vorne zwei Regler. Ich muss mich dann natürlich nochmal belesen. Ich glaube, hier stellt ihr das Licht ein und hier, wie viel Dunst der machen soll. Ne? Der geht auch wesentlich länger wie die anderen. Er ist halt dafür schlichter. Dafür ist er aber auch günstiger. Und da habe ich mir natürlich, weil das hatte ich ja jetzt noch gar nicht, habe ich mir auch noch zwei Öle. Und auch die sind vom Guthaben. So, jetzt hatte ich ein bisschen rumgefragt, was könnt ihr empfehlen? Meinung ging so auseinander. Ich habe jetzt einfach mal Twinkle Twinkle. Ich bin gespannt. Heute gibt es leider keine Vorbereitung, also auch keine Duftbeschreibung. Twinkle Twinkle war aber. Warte mal, steht es vielleicht sogar hier drauf? Nee, das war, glaube ich, halt was zum Einschlafen, ne? Mit Lavendel und Eukalyptus, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Moment, ich habe den Katalog hier liegen. Müsste ja rein theoretisch drinne stehen. Noch mal gucken, ob wir ihn finden.
Also hier gibt es auch noch ganz viele andere schicke Diffuser, die sind auch mega toll. Ich will erst mal ausprobieren, wenn das was für mich ist, dann werde ich mir da vielleicht auch noch mal einen holen. Ansonsten bleibt halt dabei. Ne? So, Twinkle Twinkle zum ruhigen Einschlafen, Kamille, Eukalyptus und Lavendel. Lavendel mag ich jetzt nicht so. Ja. Also man riecht doch ordentlich den Lavendel raus, aber ich finde es okay. Weiß zwar nicht, ob ich davon einschlafen kann. Schauen wir mal. So, den hier als so ein bisschen beruhigenden. Nee, der ist runter. Doch, beruhigend. Und dann habe ich noch den Starfruit and Orange Zest. Das ist aufmunternd. Ja, der ist, Moment, ich muss mal hier. Wo steht er denn? Süße Sternfrucht und ein Hauch von Mango untermalt mit Orangenschale. Ich will mal das hier weglegen. Ja, doch, das riecht sehr angenehm. Also ich glaube, der würde mich sogar eher runterbringen. Sehr, sehr Sternfrucht. Also wirklich, die riecht man sofort raus. Den finde ich auch gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie im Diffuser sind, ob sie mich da so mega umhauen. Aber ich bin gespannt und wenn ich dran denke, werde ich berichten. Weil jetzt muss ich erstmal alles wieder wegräumen. Das war es übrigens. Mehr gibt es nicht, aber ich denke, es reicht auch, weil ein großes Paket. Wie gesagt, morgen kommt schon das nächste. Ich weiß auch gar nicht, was da kommt. Jetzt muss ich noch die Bestellung für die Kundin fertig machen, dann, damit sie sie morgen abholen kann. Muss das Ganze hier wegräumen, denn es stapelt sich jetzt hier alles. Kurzer Blick, ich hoffe, das fliegt jetzt nicht gleich raus. Ja, da steht alles. Ganz viel Papier und Müll. Muss alles weg. Ja, räumt sich ja leider nicht von selbst weg. Kennt ihr aber bestimmt. So, ja, das war's. Wie gesagt, ich will halt nicht so viel drumherum reden. Und langsam kriege ich echt Hunger. Ja. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gerade zur Party, ne, also wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt einfach oder ich schreibe wieder meine Kontaktdaten und rein und mache natürlich auch den Link zum Shop. Dort könnt ihr mir auch schreiben. Also direkt über den Shop. Ich kriege dann eine Info. Es kann natürlich auch mal sein, gerade momentan, dass ich nicht sofort antworte. Es kann tatsächlich mal einen Tag, zwei dauern, denn ich bin momentan sehr, sehr viel an der Arbeit und ja, ich kann da nicht ständig zwischendurch auf der Seite gucken. Es ist verständlich, ich muss halt auch arbeiten. Ne? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, eventuell sogar schon morgen. So, dann ja, einen schönen Abend noch, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!